Hallöchen Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gems of War. Wir kriegen ein bisschen Kohle, zwei Königreiche, geben uns wieder zwei Goldschlüssel und wir wollen wieder einen PvP angreifen. Dann gucken wir doch mal, wie viele Siege wir diesmal verzeichnen können. Als Defense? Gar keine, ist ja doof. Aber ein Goldschlüssel kriegen wir immerhin, das ist schon gut. Okay. Und leider, so wie ich sehe, auch nach Stunden sind die Gildenaufgaben nicht abgeschlossen. Wie lange die sich aber auch Zeit lassen. Mann. Ist ja unglaublich. Gut, also haben wir noch keine Kisten öffnen. Machen wir schon noch. Machen wir erstmal weiter. In der Drachenklaue. Drachenfreund, ich glaube, die Lösung ist offensichtlich. Wir müssen deinen Gott in seiner beeindruckenden Höhle besuchen. Ich vertraue euch, ehrenwerte Gelehrte. Ich kann euch dorthin führen. Aber zuerst müssen wir uns um diesen Wahnsinn kümmern. Er ruft noch mehr meiner Art herbei. Bling, 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 bling. Oh, schon wieder ein Dingensen, ein Quest, ein Klassenquest. Besiege mächtige Drachen, die im Wahnsinn verfallen sind. Besiege Borealis. Nice, nice. Also kriegen wir hier wieder auch eine neue Klasse. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Kreisch, kreisch. So, Braun ist ready. Autsch. Tat weh. Au, Alter, der penetriert so krass meinen. Meinen Superhelden. Ich wurde vergiftet. Macht nix. Alle vier vergiftet sogar. Ist ja krank. 94. Nix dazu. Eine Wasserbeherrschung nehmen wir mit. Ist eigentlich völlig egal, welche Beherrschung wir mitnehmen. Besiege Sylvanimora. Als besondere Helden. Na, wo ist er? Na, hier ist eine Shagra. Celestia. Sylvanimora, Alter. Alle Skills, zwei Skills, ist schon eine ganze Menge Skills hier aktiv, ne? Meine Fresse, ey. Schauen wir mal. Au. Extra Turn. Nehme ich doch gerne mit. Elf Schaden mache ich. Boah, ich gehe ja gar keinen. Ups. Schädel. Naja, besser als das, wenn er die benutzen würde. Hm, sieht alles doof aus. Gerade wieder befreit. Au. Unnötig. Hm.
sind ziemlich viele und ich habe kein Leben mehr. Die haben mir zu viel Leben. Easy. Da waren schon ziemlich viele Schädel am Werk gewesen. Besiege Venoxia. Stell dich der Kraft des Giftes. Wow, du bist so ein Bastard. Da kann ich dazu gerade echt nicht sagen, Alter. Ein Skill, alle verbrannt. Mehr fällt mir dazu echt nicht ein, ey. Sieht jetzt nicht so geil aus, muss ich sagen. Wow. So. Das ist so typisch, weißt du? Diese Penner kriegen genau das Richtige. Noch ein bisschen braun. Oder so. Das sind solche Lappen, Alter. Ohne Scheiß. Reicht ja schon, dass sie genug Skillkraft haben. Ich fürchte, wir müssen uns beeilen. Das Chaos verbreitet sich. Und dieser Smaragdsaft wird diesen Wahnsinn beenden. Smaragde? Achso, die Smaragde. Ja, natürlich, Drachenfreund. Vertraue mir wie deine Bruder. Nun führe uns zu dieser Höhle. Wir begannen den Berg zu besteigen. Wie immer war ich misstrauisch gegenüber Raven. Schlechte Nachrichten, ehrenwerte Gelehrte. Noch mehr Jäger mit Lindwürmern sind hinter uns her. Wir sollten uns beeilen. Verfolgung machen mich nervös. Nein, ich bin ein Kämpfer. Ich werde hier warten und kämpfen, um meinen Gott zu retten. Warte darauf, dass die Dragonienjäger aufholen. Warte auf die Schurken. Warum muss ich kämpfen, während ich darauf warte, dass wir kämpfen müssen? Dragonien Rogue? Oh. Besiege die Schurken. Vielleicht habe ich das Mindestlevel erreicht in 6 Leveln für die Gilde. Level 100. Ich glaube, das war das Mindestlevel. Aber Gildensiegel farm ich ja easy jede Woche.
Und beim Gildenkampf rasiere ich auch immer ganz gut. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan von den gelben Edelsteinen, die bringen mir jetzt nicht so viel. Diese Jäger, sie schienen dich zu kennen. Ich denke mal, das war nur dieser Wahnsinn, oder? Sie waren verwirrt. Es scheint so, als wärst du schon mal hier gewesen. Drachenfreund, ich würde dich niemals belügen. Wir sind doch wie Brüder. Gott, seid ihr alle blind, ey. Große Gelehrte, bitte vergib mir mein Misstrauen. Ich bin nur ein einfacher Kämpfer und nicht auf jene Art Weise, wie ihr es seid. Bevor wir meinen Gott gegenübertreten, würde ich gerne dieses Heilmittel testen. Können wir es an einem meinen kleinen Bruder versuchen? Vielleicht an einem Drachentower? Finde heraus, dass Ravenvoir testet das Heilmittel. Ihr seid so naiv und blöd und dumm und... Oh Gott, ey. Oh Gott, das ist ein Fünfer-Turn gewesen. Ja, ja. Hab ich gesehen. Nicht so geil. Mana Surge. Teste das Heilmittel nochmal. Ihre Schädel mitzunehmen ist schon sinnvoll. Mana Surge. Wow! Super! Klasse gemacht. Nix ein Gold bekommen diesmal, aber ganze 4 Seelen, boah. Crazy, crazy. Level 100 das nächste Mal, eine Rüstung dazu bekommen. Dieses Heilmittel, es wirkt nicht, ich verstehe das nicht. Ah, nun ja, ich wollte dich nicht hintergehen. Das Heilmittel war eine kleine Lüge, sodass du uns an den Ursprung des Ganzen führst. Eine Lüge? Warum solltest du absichtlich die Unwahrheit sagen? Ich verstehe das nicht. Ein großer Gelehrter, ich bin verwirrt. Warum habt ihr mich belogen? Drachenfreund, wenn du uns zu dieser wundersamen Höhle geführt hast, wirst du es sehen. Nein, ich habe genug davon. Ich bin ein Kämpfer und ich muss das tun, was die Aufgabe eines Kämpfers ist. Ich muss meinen Gott töten. Vielleicht wird das diesen Wahnsinn beenden. Kämpfe den Weg zur Drachenseele frei, steige den Berg hinauf. Man muss ja auf einmal den Gott töten, wenn wir ihn hintergangen haben.
Naja. Aber nimmt er ziemlich sportlich weg oder steckt er ziemlich sportlich ein, das Ganze, dass wir ihn belogen und hintergangen haben. Ich war schon bei den Dingen, ne? Bei genug Braun. Was hat er überlebt? Wie das denn? Verdammt, ich kann ihn nicht anwählen. Haben ihn trotzdem töten können. Sehr gut. So, erklimme den Berg. Und das würde ich sagen, meine lieben Freunde, machen wir erst in der nächsten Folge von Gems of War. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.